So. Hallo Brigitte. Hallo Simon, grüß dich. Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt einmal ein bisschen unterhalten und uns heute du mal etwas erzählst, was so in deinem Leben oder warum Herbalife dein Leben doch so ziemlich verändert hat, was ich auch echt interessante Geschichte finde, die echt auch beeindruckend ist für mich. Aber ich würde sagen, ja. Ich freue mich erstmal eins mit dem Arlberg, oder? Mir, ihr am Bodensee, du am Arlberg, ist ja auch ganz interessant. Genau. Ja, erzähl einmal ein bisschen du, also was dir an Herbalife so gefällt. Ja, also ich kenne die Produkte jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren. Bin eigentlich damals zufällig auf die Produkte gekommen und habe aber durch die Produkte, durch natürlich auch Ernährungsumstellung und durch mehr Wasser trinken, ein total super Produktergebnis. Weil ich habe ganz eine starke Lebensmittelallergie gehabt, wo ich bis zu 5 Kortisontabletten am Tag gebraucht habe. Und überhaupt in der Familie haben wir relativ viele Medikamente gebraucht, das Gott sei Dank der Vergangenheit angehört. Also es ist wieder Lebensqualität. Für mich ist Herbalife einfach ja, gesunder, aktiver Lebensstil. Und meine Familie und ich, wir möchten es absolut nicht mehr missen. Ja, also ich finde das echt immer wieder toll. Und total schön, wenn es der ganzen Familie wirklich besser geht in diesen mehrerer Hinsicht. Du hast ja auch einiges abgenommen durch die Ernährungsumstellung. Und Genau, ich habe damals 12 Kilo abgenommen ja. und bin eigentlich seitdem immer so plus minus 2 Kilo, 3 Kilo, immer, eigentlich immer relativ gleich. Und ich fühle mich wohl, es geht mir gut, also von dem her ist wirklich so, dass ich die Produkte absolut nicht mehr missen möchte. Und etwas vielleicht vom Wichtigsten, weil ein paar Kilo mehr oder weniger, sage ich immer, ist jetzt gar nicht einmal so wichtig. Es ist fein, es ist logisch viel feiner mit 12 Kilo weniger. Aber dass du durch die Ernährungsumstellung deine Migräne verloren hast, finde ich, ist doch sicher noch viel wertvoller. Ne? Ja, es ist einfach bei uns in der Familie einfach der gesundheitliche Aspekt. Also die Migräne war das bei meinem Mann, bei mir war es eben die Lebensmittelallergie und die Kinder haben beide ganzen starken Heuschnupfen gehabt. Und es ist einfach wieder Lebensqualität, wenn man das nicht hat, sag mal so. Das ist, ja. Ja, es ist viel mehr Lebensqualität und echt toll, ja. Eben, und nachdem es eurer ganzen Familie so viel besser gegangen ist durch die Umstellung und durch viel mehr Nährstoffe, eben ist ganz wichtig auch zu erwähnen, finde ich immer wieder, dass nicht dass nur wer glaubt, Herbalife ist ein Heilmittel, sondern der Körper kann sich ganz gut selber sehr vieles verbessern, wenn er alles kriegt und alles in der richtigen, ausgewogenen Form. Und eben dadurch, dass es zu euch viel besser gegangen ist, hast du ja dann auch gedacht, mei, ich möchte ein paar anderen Menschen auch helfen, oder? Genau. Und das ist eben schön, wenn man dann wirklich Feedback von den Kunden bekommt. War so schön, dass ich die kennengelernt habe. Es ist einfach eine Lebensveränderung in mein Leben getreten und es geht mir einfach gut. Wenn man solche Feedbacks von den Kunden kriegt, es ist einfach, dann weiß man, dass man das Richtige tut. Ja, das freut mich auch immer am allermeisten. Man wirklich merkt, Man dass weiß, dass es nicht nur bei einem selber ist, sondern auch ja. dass es bei anderen genauso wirkt und hilft. Und dass man auch einfach die Bestätigung hat, dass man wirklich eine sinnvolle Aufgabe hat und dass es sich wirklich lohnt, ja, mit Leuten darüber zu reden, wenn man dann solche ja, Feedbacks oder Bestätigungen kriegt und dass es Auf wirklich jeden Fall. gut tut. Auf jeden Fall. Und es ist das Gleiche auch in der Körperpflege, Haarpflege. Ich meine, wenn Muttis kommen von Mädchen, die extrem lange Haare haben und sagen, mit deinem Shampoo, mit deinem Conditioner haben wir keine Probleme zum die Haare durchkämmen. Das sind Kleinigkeiten, aber das sind einfach, die machen das Leben schön, möchte ich sagen. Ja, und sind echt wertvoll. Ja, auf jeden Fall. Was ich bei dir jetzt auch ganz interessant eben finde, du warst schon lange in der Gastronomie, hast dort auch gearbeitet und vermietest jetzt Ferienwohnungen.
Und dein Plan ist es jetzt auch immer mehr Herbalife einzubauen, was vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein kann. Ich glaube, wer vielleicht mal am Arlberg eine Ferienwohnung sucht, wo es auch Herbalife zum Frühstück gibt. Genau. Ja, also wie gesagt, ab dem nächsten Winter vermieten wir auch die Zimmer mit Frühstück von meinen Eltern. Die werden sich zur Ruhe setzen. Und da möchte ich einfach im Frühstücksbuffet wirklich die Herbalife-Produkte integrieren, dass einfach andere Leute auch sehen, wie es schmeckt, wie es ausschaut, was man daraus machen kann. Und dass man das einfach auch, wenn jetzt Gäste mal vielleicht 4, 5 Tage da sind, weil nach 3 Tagen spürt man definitiv einen Unterschied. Und dass man da vielleicht auch wieder Leben verändern kann. Ja, und das ist ja auch das Tolle, dass das jemand nicht monatelang nehmen muss, um irgendwas zu merken, sondern manche merken sogar schon nach dem ersten Tag. Genau. Einen großen Unterschied und merken, dass sie einfach bessere Energie haben und ja, sich einfach schon besser fühlen und schon weniger Heißhunger haben, was ich auch immer ganz toll finde, ja. Das Leben viel leichter macht, oder? Und einfach immer einen gesunden Riegel, einen gesunden Snack dabei. Ist egal, ob man wandern geht oder ob man Skifahren geht, dass man halt da wirklich, und dass das einfach Leute kennenlernen können bei uns im Haus, genau. Ist sicher auch eine schöne Aufgabe, wo auch ganz spannend sein kann. Du hast ja auch Gäste aus mehreren Ländern, glaube ich. Was ich auch immer ganz toll finde, dass man ja in Herbalife in 94 Ländern sogar gibt, wo man überall Kunden und auch neue Mitglieder registrieren kann, was ja auch ganz spannend ist. Und wo dann ja so auch sonst noch einiges draus entstehen kann. Oder wo sich einiges entwickeln kann, und weil durch die Buchungsportale ist man eigentlich relativ international, auch in der Privatvermietung, und ja, Englisch kann ich auch, also ist das auch kein Problem zum Erklären, also das ist das Feine am Herbalife-Geschäft, dass das einfach ja, weltweit möglich ist. Eben, wer weiß, was so von Arlberg aus noch weltweit geschieht. In mehrerer Hinsicht. Ja, magst du vielleicht sonst noch irgendwas erzählen? Oder was dir am besten gefällt? Oder was dich immer überzeugt hat, an dem Ganzen auch dran zu bleiben? Ich finde es ja echt toll, 10 Jahre ist wirklich, wenn man sagen kann, du bist jetzt schon sowas wie ein Langzeit Erfolg, dass es nicht nur was Kurzfristiges ist, was ja auch ganz wichtig ist, finde ich. Genau. Ja, ich möchte sagen, wir sind mittlerweile schon ein bisschen eine Herbalife-Familie geworden, weil auch der Florian, mein Sohn, der ist sowieso, der kriegt die Produkte da im Haus, und die Tochter mit der Familie, die verwenden die Produkte auch. Und ja, es geht uns einfach gut. Wie gesagt, also es ist einfach wieder Lebensqualität da. Und wenn man irgendwo raufgeht und man hat dann mal vielleicht so ein bisschen tief, und man hat dann einen Proteinriegel dabei oder ein CR7-Reif, also ja, und es kommt dann wieder der Schwung. Ja, es ist einfach super. Ja. Also das, früher war der Apfelsaft dabei und den braucht man nicht mehr. Toll, also ich finde so Herbalife-Familien, wo es allen besser geht, einfach immer was Schönes, weil das. Und das nebenbei, finde ich, auch Familienzusammenhalt auch noch mehr bringt, wenn man so eine Gemeinsamkeit auch hat. Und vielleicht was noch interessant sein kann, wo du kennst ja die traditionelle Selbstständigkeit mit wir in der Gastronomie und die Selbstständigkeit mit Herbalife. Und ich glaube, du hast schon auch öfter gesehen, dass die Selbstständigkeit mit Herbalife echt viele Vorteile mit sich bringt, he? Im Vergleich zur Selbstständigkeit. Zu traditionell. Man ist einfach sehr flexibel, weil wenn ich jetzt heute mal nicht zu Hause bin
Und dann kann ich doch einmal per WhatsApp Kunden kontaktieren oder ja, per WhatsApp irgendwas bestellen oder zu Kunden sagen, das ist mein Online-Shop. Und also das geht einfach von überall aus. Man braucht halt im Ausland dann einmal ein WLAN, aber das gibt es sowieso auch überall. Und da ist man wirklich sehr, sehr flexibel. Was ich in Bezug auf meine Ferienwohnung denn Ferienwohnungen dann nicht bin, weil wenn Gäste im Haus sind, bin ich auch zu Hause. Das auch. Und vor allem denke ich, hat das einen großen Vorteil. Du hast sicher mit der Ferienwohnung große Fixkosten. Du musst trotzdem Strom, Heizung, alles Mögliche zahlen. Aber wenn keine Gäste da sind und vielleicht auch Angestellte, Maschinen, Einrichtungen, also Investitionen zum Vergleich. Man denkt, Hoverlife hat ja nahezu null Investitionen und null Risiko und nahezu null Fixkosten. Das immer macht das ganze Unternehmerische viel leichter und viel entspannter. Also wenn ich immer einrechnen muss, oder? Ich muss auf alle Fälle diese Fixkosten, vielleicht nur Zinsen, Hypothek, Betriebskosten, auch noch alle rechnen, aber wenn ich mal keine Gäste habe. Ja, sicher, die Kosten, die bleiben, das sind 12 Monate zu zahlen, auf jeden Fall. Was ich bei Herbalife auch noch gut finde, ist egal, ob es jetzt ein Kunde ist oder ob es ein neues Mitglied ist, wenn jetzt irgendwas einmal nicht so passt oder nicht so schmeckt oder nicht so nach den Vorstellungen ist, wo gibt es eine Firma, wo ich wirklich 30 Tage Rückgaberecht habe und ich kriege das Geld wieder retour? Also man geht eigentlich wirklich nie ein Risiko ein. Das finde ich auch ganz toll. Es war übrigens auch einer meiner Hauptgründe, warum ich überhaupt gestartet bin, weil ich wollte nie, dass mir irgendwer sagt, ich habe wegen dir vergebens Geld ausgegeben. Und ich wusste, mit der Garantie wird es nie passieren, weil schlimmstenfalls machen wir Rückgabe und alles ist gut. Mir ist zwar jetzt in den über 10 Jahren erst zweimal passiert, wo jetzt noch ein Kunde was zurückgebracht hat, weil er einmal nichts vertragen hat und einmal nicht geschmeckt hat. Aber sonst ist mir das wirklich noch nie passiert. Bis auf, wie gesagt, noch zweimal. Und das heißt ja auch ein bisschen was, möchte ich sagen. Ja. Es ist wirklich sehr selten. Ich habe es auch ungefähr gleich oft gehabt wie du. Also nicht viel öfter, obwohl ich das immer wieder erwähne. Und das ist alles Gute. Also ehrlich gesagt wäre sonst das Herbalife-Geschäft schon ein bisschen schwierig, wenn alle wieder zurückgeben würden. Aber es kommt echt selten vor. Die meisten, was du auch aus Erfahrung bestätigen kannst, seien zufrieden und wollen nicht die Rückgabe, sondern wollen Mitglied werden. Genau. Und möchten die weiteren Vorteile davon haben. Und ja, und manche auch selber was draus machen, was ich auch immer spannend finde. Ja, es bleibt halt eben der Weg offen. Möchte er nur Kunde bleiben? Möchte er einfach so Mitglied sein? Möchte er aktives Mitglied sein? Also da gibt es einfach wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Und was ich auch einfach total super finde, ist die Community. Wenn man mal irgendwelche Fragen hat, auch als Berater, es ist immer jemand da. Und das ist einfach schön an Herbalife. Ist auch schön. Was auch die traditionelle Selbstständigkeit ein großer Unterschied ausmacht, wo das oft nicht so der Fall ist und wo auch viel größeres Konkurrenzdenken ist wie in Herbalife, wo ich wirklich es immer schön finde, dass sich im normalen Fall alle gegenseitig helfen. Genau. Ja. Und ich meine, in der Vermietung, da schaut halt jeder selber, dass er seine Betten voll hat. Und bei Herbalife, wenn irgendwas ist, es ist wirklich, man braucht nur eine Frage in die Gruppen stellen oder was, oder jemanden anrufen. Also es ist wirklich eigentlich immer Hilfe da. Und das ist einfach schön, man ist nicht alleine. Ja, stimmt. Ja, schön. Ja, ich würde sagen, hat mich gefreut. Ich glaube, da war jetzt sicher so einiges für manchen auch dabei, wo es interessant sein hat können. Und ich würde sagen, ich wünsche dir weiterhin sehr viel Spaß und Freude mit bei allem, was du so machst. Und ich bin auch gespannt, was da noch alles noch draußen stehen wird. Jawohl. Nein, ich freue mich auf die nächste Zeit, muss ich sagen. Ja, schön. Und ich freue mich auch immer wieder, mit dir zu plaudern.
freue mich auch immer. Es ist wirklich immer nett und ich sehe auch wirklich an dem Ganzen, was du machst, echt große Zukunft und ich bin wirklich gespannt, was sich daraus noch alles ergibt. Ja. Na dann, ja, alles Gute und bis bald mal wieder. Alles Gute, Simone. Ja, gut. Tschüss.